Hallo und willkommen zurück hier auf der Volkshorn Map. Ja, Folge 3 jetzt schon vom Let's Play. Das geht ja ratzfatz. Ich hoffe, es gefällt euch bisher. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr das natürlich gerne entweder direkt unter das Video kommentieren. Und für diejenigen, die jetzt zum Beispiel nicht auf YouTube schreiben können, ihr könnt mir da auch gerne auf Facebook einen Kommentar schreiben oder auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht wollt, dass das öffentlich sichtbar ist. Und dann kann ich da natürlich gegebenenfalls drauf eingehen. Wenn ihr da mir da natürlich nicht Bescheid gebt, dann bin ich da chancenlos. So, und wir sehen, der Deutz hat seinen Düngerstreuer aufgefüllt, 100%, oben links im Inspektor zu sehen. Also sehen wir auch, das funktioniert soweit. So, bis der Drescher zurückkommt, können wir also auch hier sehen, er fährt jetzt gerade wieder vom Auffüllen zu Feld 33, um dort weiter zu düngen. Ja, schön, wenn das alles so läuft. Viele haben ja mit Cosplay auch immer so ein bisschen Probleme. Daher habe ich dann ja auch mal die kleine sechsteilige Tutorial-Reihe gemacht. Mit, ich weiß jetzt gar nicht, über 80 Minuten, glaube ich. Ja, aber dadurch, dass es sechs Teile sind, kann man es sich ja mit dem Anschauen auch schön einteilen und hab da zumindest versucht, euch das Ganze möglichst verständlich zu erklären, wie ihr Cosplay nutzen könnt. Also, falls ihr da Probleme habt, schaut euch auf meinem Kanal mal um. Dort findet ihr eine Playlist oder halt unter den hochgeladenen Videos dann die Videos einzeln. Und vielleicht funktioniert es dann etwas besser. So, hier mal wieder abladen, abbunkern. Ein bisschen näher ran dürfen wir schon, so. Dann sind wir gleich auch schon wieder voll und können schon wieder wegfahren. Das heißt, wir können schon mal in die Innenansicht gehen. So. Düngen ist komplett fertig. Das ist natürlich mehr als hervorragend. So. Hier können wir weg. Ja, auch wirklich jetzt genial im 15er mit den Tachos. Also die digitalen, okay, ist auch schön. Aber hier natürlich so eine bewegte Tachonadel. Auch wenn man da jetzt nicht viel auf der Tachoscheibe erkennt. Aber das ja, hat so richtig was. Also allein dafür lohnt es sich, Innenansicht zu fahren. Und eben auch wirklich schön, dass zum Beispiel dann auch die Tankanzeige eben auch mit animiert ist und man dort dann irgendwann sieht, dass da die Nadel auch mal ein bisschen weiter runterfällt. So, wenn wir jetzt hier abgeladen haben und am Feld zurück sind, müssen wir schauen, wie wir dann als nächstes wieder Zeit finden, um in den Deutz zu springen. Und dementsprechend den wieder an den Hof zurückzuholen. Zumindest können wir jetzt schon mal schnell reinspringen, können sagen, hier Cosplay hat seine Arbeit erledigt, damit er uns nicht weiter Geld kostet. Und dann würde ich sagen, werden wir doch langsam aber sicher in Richtung Viehzucht gehen. Oder was heißt Zucht, in die Viehhaltung, sagen wir so. Denn züchten, also wir haben ja hier Schweine- und Rindermast, wo wir also ja weniger züchten, sondern eher mästen. Was aber irgendwo auch beides ist, denn wir kaufen uns ja die Produktionsviecher und die produzieren dann die gezüchtet, die gemästet werden, so. Ja, manchmal muss ich aufpassen, manchmal verliere ich zwischendrin den Faden. Also das ist ja irgendwo eine Zucht und Mast kombiniert. Dann gab es im
LS13 ja auch nochmal Zuchtanlagen, um sich eben Hühner, Schafe und auch Rinder nachzüchten zu können. Hab jetzt auch schon gesehen, dass die für den 15er wohl auch schon rausgebracht wurden. Hab sie aber selber noch nicht ausprobiert. Fand das beim 15er halt teilweise, beim 13er teilweise schon nicht schlecht, wenn man dann eben sagen konnte, okay, ich kaufe mir 10 Schafe und stell mir zwei Zuchtanlagen dorthin und dann liefere ich da eben Stroh oder wenn ich habe Milch dort ab und lasse mir dann den Rest Schafe nachzüchten. Und wenn ich dann irgendwann eben 5, 6, 700 Schafe habe und sage, ja, jetzt ist genug, sonst komme ich mit dem Wolleverkaufen nicht mehr hinterher, dann eben einfach die Zuchtstationen abreißen und gut ist. Und ja, gerade wenn man dort natürlich dann Stroh hinliefert, kostet es einen so gut wie gar nichts. Also ja, Stroh hat man immer mal wieder ein bisschen übrig. Und wenn man dann nur hingeht und sagt, ich lasse das meiste häckseln und lasse zwischendurch mal eine Bahn als Schwad rauswerfen und das reicht für die Zucht und mehr brauche ich nicht. Wobei man ja spätestens, wenn man Kühe hat, eh regelmäßig Stroh braucht. Aber es ist halt ja kein so großes Opfer, was man bringen muss. Und von dem her war es beim 13er nicht schlecht. Jetzt beim 15er, ja, irgendwie noch nicht dazu gekommen, das mal zu testen. Und ja, irgendwie bisher auch noch nicht so viel mit den Tieren zu tun gehabt. Oder zumindest nicht in den großen Massen, dass ich jetzt gesagt hätte, dass ich es unbedingt jetzt auch brauche. Muss auch sagen, habe lange Zeit auch gewartet, bis ich überhaupt Curseplay wieder angeschmissen habe. Und hatte es zwar, als es rauskam, direkt runtergeladen, aber es lag dann halt noch im Download-Ordner. Und bis es dann eben wirklich im Mod-Ordner gelandet ist, ja, das hat eine Weile gedauert jetzt. So. Dann können wir hier gerade unterwegs den Kurs wieder löschen. Und obwohl. Ich könnte den ja eigentlich auch hier oben stehen lassen und dann nachher hier oben auf dem Feld wieder anfangen mit dem Düngen. Ja, ich glaube, das mache ich. Damit er mich nirgends bei stört, stellen wir den hier oben einfach ein bisschen abseits hin. So, Handbremse rein, Motor aus. Und dann können wir hier wieder mit dem Abtanken weitermachen. Denn den Traktor brauchen wir im Moment ja nicht zwingend. Wir haben ja noch den großen Deutz, den wir dann eben natürlich auch nehmen können, um Stroh einzusammeln. Das bedeutet, wir werden also hier jetzt das letzte Stückchen abtanken. Und danach wird es also so sein, dass wir Curseplay abtanken lassen und in der Zeit hier das Stroh einsammeln. So, da können wir also bis zum Ende der Bahn hier mitfahren. Dann können wir eigentlich sogar schon direkt einstellen. Abfahrer und zwar Feld 31 ist das ja dann. Und dann nehmen wir den kombinierten Abfahrer, der also dann gleich auch schon den Drescher abtanken soll. Ja, wir haben den Kurs auf dem Feld gestartet, also könnten wir auch automatisch finden. Wir können aber auch hingehen und können hier jetzt mal direkt auswählen, welchen er abtanken soll. So, kriegen wir da jetzt noch alles rein? Doch, das ist zwar knapp, aber es dürfte hinkommen. Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr, sehr knapp, aber es hat gereicht. So, dann fahren wir hier noch einmal eben schnell bis da vorne auf den Weg und wir schauen mal kurz. So, da darf er maximale Geschwindigkeit fahren. Und
Ja, das reicht, wenn er bei 95 abfährt. So, und ja, bei 50 starten lassen wir. Abfahrer einstellen. Ja, jetzt fährst du zwar eigentlich erstmal in die andere Richtung, aber dann müsstest du ja eh gleich merken, dass du voll bist und abfahren musst. Ja. Gut, funktioniert. Dann kann der schon mal abfahren. Wir müssen hier hin. So, der Helfer, vorbildlich wie er ist, natürlich den Motor ausgemacht, Handbremse gezogen. Ja, ist so eine Sache. Wäre manchmal vielleicht auch bei Cosplay noch schön, wenn da mit der Meldung Aufgabe erledigt dann vielleicht sogar auch schon Motor aus kommen würde. So, hier werde ich jetzt auch noch eben schnell das umschalten. Und dann können wir hier den Helfer einsetzen. Oh, da stehe ich wieder ein bisschen blöd. Das sah von hier aber gut aus. Fahren wir hier mal runter. Dann können wir es besser einschätzen. So. Fahren wir so ran. So, jetzt Helfer, ab dafür. Der lädt ab, wunderbar. Und dann gehen wir in dieses Fahrzeug und nehmen uns jetzt erstmal alles an Kredit, was wir machen können. Kreditzinsen werden erst zu Mitternacht fällig, also haben wir bis dahin Zeit, das, was wir an Kredit jetzt nicht benötigt haben, wieder zurückzuzahlen. So, und da werden wir uns einmal diesen Ladewagen kaufen und können dann schon mal anfangen, das Feld, auf dem Feld das Stroh einzusammeln. Und wir brauchen auf jeden Fall dieses Mähwerk, möchte ich haben. Ja, das sind so die wichtigen Dinge, die ich zu Anfang jetzt haben möchte. Ja, zum Geräte sauber machen möchte ich auch einen Kärcher haben. So, da haben wir hier doch einen schönen Waschplatz. Oh, so rum. Dann werden wir das hier, ja, so einmal so rumstellen. Und brauche ich jetzt sonst noch was? Ja, ein paar Tiere könnte ich noch gebrauchen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ach so, einen Hänger haben wir mal noch gesagt. Zweiten Brandner oder nehmen wir uns den? Der kann natürlich einiges mehr laden. Kostet den gleichen Unterhalt, ist nur einmal in der Anschaffung teurer, also würde ich sagen, entschieden, wir kaufen uns den. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld übrig für Tiere und dann kaufen wir uns auch noch ein paar Tiere. Ah, bevor wir uns Tiere kaufen, gehe ich mal eben, ups, auf die Mods. Unter Diverses müsste das sein. Ja, da haben wir hier einmal der Kleine, der reicht erstmal aus. Wasser und Milch. Den kaufen wir uns. Ja, hier das Förderband. Wie gesagt, da gibt es noch keinen Download-Link zu. Hier wäre jetzt zum Beispiel dieser Überlader gewesen, aber wie gesagt, da sehe ich jetzt im Moment gerade nicht die Notwendigkeit für. Auch den Tiertransporter brauchen wir noch nicht. Aber wir hätten uns natürlich auch den hier holen können. Der ist auch recht günstig. Unterhaltskosten gleich und es passt auch ordentlich was rein. Naja, jetzt zu spät. Nein, halt, ich wollte doch noch Tiere holen. So, wir fangen mal an mit Hühner. Einmal 10 Hühner. Und dann wollen wir ein paar Schafe. Da nehmen wir uns auch schon mal 10. Und dann schauen wir mal, 10 Kühe reicht das Geld im Moment nicht ganz. 8, 9 können wir machen. Fürs 10. reicht es leider noch nicht. Da werden wir dann dran arbeiten. So. Dann starten wir hier mal. So, einmal vorne Gewicht anhängen.
Ach, was ich mal mache, ich fahre das Gewicht jetzt mal hier weg. Und dann schaue ich mal, dass wir hier die Gewichte so ein bisschen wegbekommen. Die stehen uns ja doch ein bisschen hier im Weg. Haben uns mit den Kursen teilweise etwas... Halt. Wieder nach vorne. Da hänge ich das Kleine hinten an und das Große vorne, weil ich das Große dann erstmal dran behalte. Nee, eigentlich auch nicht. Das Große kann auch weg. So, aber wir sind schon wieder am Partende. Das heißt, mit unseren neuen Geräten werden wir erst im nächsten Part beginnen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao.